vom Müll. Er ist ja schon ein bisschen was gelehrt. Protestieren tun sie auch noch nicht. Was will er denn? Bürgermeister, es ist ja gut und schön, mich über die Regierungsarbeit im Dunkeln zu lassen. Aber das geht zu weit. Vielleicht sollten sie einer Nachbarstadt Strom abkaufen. Wieso denn? Ist wohl schon... Ich sollte auch mal Weltmarktlieferungen einmachen. Und lokal erstmal aus. Kann ich auch noch mal ganz kurz gucken. Rohstoff hat man, glaube ich, gar nicht, ne? Kohle. Ja, Kohlevorkommen dort ist klar. Erze. Öl. Haben wir Touristen in der Stadt? Nö. Hätte mich aber einige gewundert, ich meine, sowas will ja auch keiner sehen. Drei Verbrecher auf freiem Fuß. Bin ich wieder nicht zum Sparen gekommen. Leute. Wasser haben wir noch. Oben wäre ich dann... Omega Q. Ich denke, hier in der Stadt werde ich mal Omega ausprobieren. Mal gucken, wie groß ist denn die? Geht ja noch. Können wir hier das Feld mal nutzen? Machen wir noch ein Handelsdepot rein. Und dann probieren wir das doch mal aus. Ganz gucken, was haben da hier mit den Gleisen gemacht? Wieso ist hier eigentlich ein Bahnübergang? Naja, gut. Soll mir egal sein. Sind Tote pro Tag. Ist aber auch gleich voll. Ich mache mal ganz kurz eins. Ich werde mal, auch wenn ich es eigentlich nicht wollte, lassen wir mal von Stuppenborstel ein bisschen Geld schicken. Ich habe doch dort noch eine kleine Ecke Geld. Ich werde mal vielleicht, na, wie viel lasse ich nur schicken? Ich mache aber auch ganz schön Minus mit der Stadt gerade. Wieso mache ich so viel Minus? Halt. So, machen wir erstmal alles auf 11%. Dass wir hier nicht ganz so viel Minus machen. Gucken, wo war jetzt unser Handelsdepot? Hier. Gut, an sich ist ja alles voll. Kaufen kann es auch. So, und da schicke ich mir mal Geschenk nach Akademie Dschungel. Schicke ich mir einfach mal 1,25 Millionen. Ich mache ja so viel Gewinne. Hier können wir aber auch langsam mal verkaufen. Sieht's hier aus?
So, und wir haben hergestellt. Ach, ich habe 2 Prozessoren verbringen. Alter, das ist ja nice. Hier habe ich eine. Und die bekommen ihre Prozessoren. Sehr schön. Was will der von mir? Entschuldigung. Wir sollten das Eisenbahnnetz unserer Stadt zum Frachtversand nutzen. Wollen Sie nicht mit Hilfe eines Güterbahnhofs eine Verbindung zum Schienennetz herstellen? Nee, das hatte ich mir mal gedacht, aber das möchte ich nicht unbedingt. Wäre ja an und für sich cool, aber das mache ich dann jetzt vielleicht im Akademie-Dschungel. Jetzt habe ich oben auf die Meldung gar nicht geachtet. Ich lasse es ja mal bis um 8 Uhr früh durchlaufen. So, ich gehe mal ganz noch ein paar Meldungen durch. Das große Tor, ich möchte kein Brandenburger Tor aufstellen. Neuen digitalen Zeitalter. Zukunft. Die Akademie beauftragt Arbeiter damit, technologische Fortschritte zu erforschen. Die Zukunft beginnt schon heute. Wäre, denke ich, gar nicht schlecht, möchte ich aber momentan noch nicht. Einzelne Polizeiwache schafft es allein nicht mehr, Bürgermeister. Wir sind jetzt eine große Stadt. Es wird Zeit, den Service auszubauen. Sie haben jetzt Zugang zum Polizeirevier. Damit können wir auf die neuesten Hilfsmittel zurückgreifen, um Verbrecher zu fangen. Es ist immer eine gute Idee, in die Polizei zu investieren, Bürgermeister. Diese Stadt muss eins lernen. Verbrechen lohnt sich nicht. Nö. Ich bin mit meiner Polizei zufrieden. Britische Pünktlichkeit, ich stelle auch keinen Big Ben auf. Ich habe einen Eiffelturm aufgestellt. Hier, der ist schön. Der macht Gewinn. Aber relativ wenig. Unser schiefer Turm. Relativ wenig. Ist momentan doch nicht ganz so schön, aber gut. Hier habe ich ja auch so ein Tunnelkreuz in der Mitte, also es lastet die umgehenden Straßen schon. Die hätten zwar auch noch Kapazitäten frei, aber es ist schon nicht schlecht, dass man den Verkehr erstmal ein bisschen sammelt und der sich hier aufteilen kann. Ansonsten staut sich das eben auch gleich alles am Anfang der Stadt und geht dann bis wer weiß wie weit. Das soll ja ist ja im Endeffekt ohne Sinn und Zweck. Was wollte ich jetzt für eine Karte haben? Ne, ich wollte gar keine Karte haben. Ich wollte hier gucken. Gut, da ist noch ein bisschen Platz. Wobei, wenn man jetzt hier mal so schaut, die Straßen sind natürlich trotzdem zu. Ich meine, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, bei 145.000 Leuten. Aber hier kann trotzdem der Verkehr flüssiger fließen als vielleicht in manch anderer Stadt. Aber man fährt eben einfach in den Tunnel rein und dann kommt mal raus, weil die Leute, die jetzt hier oben lang fahren, die wollen eben auch viel näher raus oder fahren zum Teil auch hier außen rum. Aber an sich ist es auf jeden Fall eine gute Lösung. Und ich sehe gerade, ich gehe gleich wieder in die andere Stadt, keine Sorge. A, kann ich meine Villa upgraden. B, habe ich schon wieder ein Abwasserproblem. Aber der müsste dafür jetzt entlastet sein, ha. Gut. Und ich habe hier ein verlassenes Gebäude. Ey. Ach ja, die Commercials meckern wieder. Ich sehe schon. So, und vom Geld hast du mal jetzt schon wieder auf dem alten Stand. Aber ich gehe auch gleich wieder rüber. Ich will nur noch ganz kurz die eine Straße abwählen. War aber, glaube ich, nicht nur die, oder? War das die ich jetzt upgraden wollte? Doch, war die. Gut. Würde ich sagen, wir wechseln mal wieder. Ja, 17 Millionen. Auch Simoleons laden. Ich meine, Simoleons brauchen wir eigentlich immer mal. So,
unserer kleinen beschaulichen Stadt. Und da kam das Geld. Sehr schön. Jetzt hauen wir als erstes mal den Kredit ab. Dann halten wir mal kurz an. Und bauen jetzt die Straße erstmal wie drüben. So machen wir hier mal jeweils 3. Mache ich. Zack. So, einmal hier weg, dann hier weg. So, dann nehme ich auch gleich mal die dreispurige Straße. Und bauen einen Tunnel. Mal ganz kurz nur mal zum Zeigen. Man kann ja natürlich auch Brücken bauen, wie man fröhlich ist, aber es bringt... Scheiße! Es bringt einem nichts. Ah, jetzt habe ich die Maus losgelassen. Die schönen Simoleons. Mist. Und umso flacher man eben den Tunnel macht, umso weniger kostet das auch. Aber gut. So. Hätten wir dann schon wieder die 4 Tunnel. Was ich außerdem gleich noch machen möchte, ist hier oben ein Handelsdingsbums aufzustellen. Gucken. Handel. Umschlagplatz. Dann bauen wir hier nochmal halt. Nein, keinen zweiten Umschlagplatz. So, hier müssen wir mal jetzt schauen von der Gleise. So. Bauen wir hier den Umschlagplatz dafür. Es ist, und man muss dann hier wirklich auch gucken, wie man was baut. Ich nehme dann erstmal hier die zweispurig, damit wir jetzt einmal keine Kreuzung haben. So. Bauen wir dann Tunnel oder eine Brücke? Ich denke fast eine Brücke, ne? Aber die Tunnel sehen eigentlich auch mal ganz schnieke aus. Wir machen es mal mit dem Tunnel und probieren es einfach mal, ob die Gleise noch mit passen. Ja, die Gleise passen noch drüber. So. So, zack. Dann nach oben.